Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raus aus der Box 7 Minuten AW. Hier unser Fun Fact. Wusstet ihr, dass Frauen tatsächlich besser zuhören können als Männer? Das gilt insbesondere für den Frequenzbereich von 1000 Hertz, der für das Sprachverständnis entscheidend ist. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Scharf, hat jahrelang das AW-Programm geleitet und unterrichtet jetzt AW-Fächer wie Ayurveda oder Raumakustik. Herzlich willkommen, Professor Dr. Scharf. Schön, dass Sie hier sind. Dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Wer sind Sie? Stellen Sie sich bitte vor. Also mein Name ist Scharf. Ich war hier in Regensburg an der OTH 25 Jahre ordentlicher Professor für Physik und habe in diesen 25 Jahren in jedem Semester ein AW-Fach gehalten und habe sogar 8 oder 10 Jahre lang den AW-Bereich geleitet. Zweite Frage. Welches AW-Fach bieten Sie an oder haben Sie in der Vergangenheit angeboten? Also ich habe früher zu meiner aktiven Zeit sehr viel im Emissionsschutzbeauftragten unterrichtet. Lärmschutz, Strahlenschutz und solche Dinge. In dem Semester biete ich an Raumakustik. Und im nächsten Semester biete ich wieder an, etwas, was ich einmal im Jahr anbiete, ist das Fach Ayurveda. Sehr interessant. Dann die dritte Frage. Wieso bieten Sie das Fach an und wie sind Sie darauf gekommen? Also ich habe ja jetzt gerade von zwei Fächern geredet. Das eine mit der Raumakustik. Warum biete ich Raumakustik an? Zu jedem Raum gehört ein Klang. Zum Beispiel Blinde orientieren sich sehr deutlich an dem, was sie hören. Wenn ein Blinder einen Raum betritt, muss man ihm nicht sagen, in welchem Raum er ist, er hört diesen Raum. Er hat ein bestimmtes Klangmuster. Und so geht es mit allen Sinnen. Also das ist die Sache mit der Raumakustik. Das andere Fach, was ich jetzt im Sommer wieder anbiete, was ich seit über 20 Jahren, glaube ich fast 25 Jahre, einmal im Jahr immer anbete, ist Ayurveda. Warum mache ich das? Um einfach Studenten, die in einer Hochschule sind, zu zeigen, man kann eine Welt auch anders aufbauen als aus Atomen. Man kann andere Bausteine wählen und kommt dann zu einer Welt, die ist ganzheitlich. Und wenn man diese Welt sich anschaut, wenn man diese Welt ein bisschen begreift, merkt man, dass die Leute nur in den Naturwissenschaften leben, dass diese Menschen 2/3 der Welt vergessen oder nur als Rand. Sie sehen 2/3, sehen sie nicht. Und dieses Ausblenden von 2/3 setzt uns in die Lage, dass wir in sehr viele Probleme als Gesellschaft reinraten, für die Lösung, für den, der das Ganze sieht, ganz einfach ist. Und das ist das, was ich in diesem Fach Ayurveda eigentlich bringen will, dass die Menschen sehen, man kann die Welt auch anders aufbauen, kommt teilweise zu einfacheren Lösungen, ohne dass wir das, was wir natürlich in der Naturwissenschaft gelernt haben, vergessen. Ist ja alles richtig. Sehr spannend. Dann haben wir die vierte Frage. Wie bilden Sie sich über Ihren Tellerrand hinaus? Ich werde eigentlich gerade in den AW-Fächern von Studenten immer auf Dinge hingewiesen, was ich nicht weiß und wo ich mich dringend mal informieren müsste. Dann stelle ich schon mal die nächste Frage. Welche Kompetenzen braucht man als Mensch in unserer Gesellschaft? Benennen Sie bitte 3 Kernkompetenzen. Ich gehe einen Schritt zurück und sage, welche Tugenden sind für einen Menschen wichtig, damit er glücklich durchs Leben kommt. Denn nicht der geschäftliche Erfolg ist letztendlich entscheidend, sondern dass der Mensch mit dem, was er tut, glücklich wird. Das Erste, was jeder Mensch haben muss, er muss zuhören können. Was ist das Zweite? Seine Umwelt, seinen Menschen muss man mit Liebe begegnen. Denn jeder Mensch, der eine völlig andere Meinung als ich vertritt, hat einen Grund dafür und dieser Grund ist für mich eine Bereicherung. Und was ist das Dritte? Man muss verlässlich bleiben. Das, was man sagt, muss gelten. Das würde ich einfach als die 3 Grundtugenden jetzt mal bezeichnen, die man braucht, um für sich selbst ein ordentliches Leben aufzubauen, mit dem man nachher auch zufrieden sein kann. Das ist eine sehr schöne Antwort. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Kompetenz für die Arbeitswelt? Natürlich die ersten 3, die wir gerade hatten, fürs Privatleben, gelten natürlich da ganz genauso. Aber was für das berufliche Leben dazukommt, sind 3 Dinge, die die Schüler auch in der Schule
nicht mehr richtig lernen. Das erste ist Deutsch. Und was meine ich mit Deutsch? Dass ich einen klaren Satz mit einer klaren Aussage und einer klaren Meinung von mir gebe. Auf den Punkt kommen, klare Ansichten vertreten. Das ist die erste, was man im Arbeitsleben braucht, dass man sagt, was man braucht. Zweite Fähigkeit, die komischerweise an den Schulen völlig verschwunden ist, was die Menschen unheimlich wichtig brauchen, ist Freihandzeichen. Das ist eines der allerwesentlichsten, wichtigsten Fächer, die wir haben. Eine gerade Linie zeichnen, eine gebogene Linie zeichnen und Farben einsetzen. Wenn ich etwas zeichne, brauche ich gerade gebogene Linien, ich brauche Farbe. Und wenn ich gerade Linien und runde Linien zeichnen kann und kann Farben dazu kombinieren, dann kann ich im Berufsleben auch ein Projekt beginnen und kann ein rundes Projekt, ein Projekt, in dem die Farben des Projektes stimmen, das kann ich dann. Und dazu braucht man dieses Fach Freihandzeichen. Ah, das dritte haben wir noch. Jeder Mensch, der irgendwann arbeiten geht, sollte die 4 Grundrechenarten beherrschen. Leider Gottes ist es so, unsere Studenten, die von der Schule kommen, können es 80-90% nicht. Und ich kann keine Firma leiten, wenn ich die 4 Grundrechenarten nicht beherrsche. Ja, eindrucksvoll. Dann haben wir auch schon die nächste Frage. Und zwar, was macht Ihrer Meinung nach das AW-Programm der OTH so besonders? Also das AW-Programm der OTH hat mich begeistert, dass es das gibt, wie ich hier gekommen bin. Das war 1985. Und deshalb habe ich gleich gesagt, in diesem Programm will ich auch was machen. Ich habe im gleichen ersten Semester gesagt, hier mache ich ein Fach. Und das Interessante sind, dass es 4 Bereiche gibt in diesem Programm. Ganz unterschiedliche Bereiche, wo sich eigentlich jeder finden müsste. Das erste sind die Sprachen. Wer Interesse hat, in irgendwelche Sprachen einzutreiben, er hat unglaublich viele Möglichkeiten, auch speziell durch die Verbindung mit der Uni. Das zweite sind diese Soft Skills, die inzwischen wunderbar ausgebaut sind, die doch einiges bringen. Also wer da was lernen will, hat die Möglichkeit. Das dritte sind diese Sonderausbildungen, die wir haben, dass also ein Student eine Gruppe von Fächern belegt und dann dafür ein Zusatzzeugnis bekommt, das er nachher zum Beispiel in der Arbeitswelt als zusätzliches Zeugnis abgeben kann. Und das vierte, was ganz wichtig ist, das sind die Orchideenfächer, die es noch gibt, eine ganze Menge. Wenn man diese Fächer bei den Studenten fragt, braucht man diese Fächer, werden bei jedem Fach 90% der Studenten sagen, so einen Mist brauchen wir nicht. Aber vielleicht 5% der Studenten sagen, das ist interessant, da will ich mal hingehen. Und um die 5%, bei jedem Fach andere 5%, um diese 5% geht es. Und dann, was fehlt in diesem AW-Programm? Das ist, neben den Soft Skills bräuchten wir die Hard Skills. Und zwar die Hard Skills für Betriebswirtschaftler, für Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, dass die mehr handfestere Dinge kriegen. Das war schon die letzte Frage. Danke, Professor Dr. Scharf, dass Sie uns einen Ausblick über den Tellerrand hinaus gewährt haben. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt neugierig und traut euch, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dabei helfen euch die anderen Podcast-Folgen und das AW-Programm der OTH Regensburg. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.